Ihre Kommentatoren im Santiago Bernabéu sind Manni Beugmann und Frank Buschmann. Da knistert mal wieder die spanische Luft. Real gegen Barça. Es gibt kein Spiel in Spanien, das auch nur annähernd die Massen so elektrisiert. Herrlich. Ist ja vor allem geprägt von galaktischen Investitionen in einige der besten Fußballer der Welt. Dabei scheint Real keinerlei Grenzen zu kennen. Und der Unparteiische heißt heute Pedro Orteguilla. Und das Spiel läuft. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und so einfach war der Ball gar nicht zu halten. Sollte er sonst noch hin mit dem Ball? Da stand er unter Druck. Ball jetzt im Aus. Ja, da muss er gleich durchgreifen. Das gibt Freistoß. Jetzt zeigt der Trainer des Heimteams an, ihr Innenverteidiger geht mit nach vorne. Und das gibt natürlich mehr Optionen im Angriff. Balleroberung im Mittelfeld. Sieht gefährlich aus. Jetzt könnte es klappen. Und weiter heißt es aufgepasst. Benzema. Der Ball war ganz weit weg vom Tor und dann jetzt trotzdem fast gerappelt. Hier Cristiano Ronaldo. Und jetzt wollen sie das Flügelspiel forcieren. Das sind zwar 3 Euro ins Phrasenschwein, aber man sieht es hier, Fußball ist ein Mannschaftsspiel. Cristiano Ronaldo. Das könnte was werden. Diese Geste ist eindeutig. Der Schiedsrichter gibt Elfmeter. Jetzt kommt knüppeldick. Elfmeter und auch noch Platzverweis, Buschi. Ja, das ist diese berühmte doppelte Bestrafung. Aber man muss ganz ehrlich sagen, Manni, wenn du da so hingehst, dann ist es so. Jetzt
time for a change. Wechselzeit. Versagen ihm die Nerven. Kann es nicht glauben. Von sowas kann man als Fußballer wirklich Albträume kriegen. Oh oh, Ziel verfehlt und das tut weh. Für Real Madrid. Überhaupt kein Problem für den Keeper. Schlecht angenommen, der Ball ist dahin. Benzema. Mein lieber Mann, den hat er klasse gehalten und dann hält er den Ball auch noch fest. Cristiano Ronaldo. Also wenn ich nicht komplett daneben liege, haben sie bislang aber auch deutlich mehr Schüsse aufs Tor abgegeben, oder? Klares Chancenplus. Ich hatte, wenn ich ganz ehrlich bin, ein viel engeres Match erwartet. Haargenau unter die Latte. Ich weiß es. Fragen sich, wie wird der Unparteiische entscheiden? Suarez. Iniesta. Lionel Messi stört und will den Ball. Toll, wie er das macht und... Yes, da hat er einen Tick verzogen. Cristiano Ronaldo. Der Ball war im Tor aus. Eckstoß für Real. Aus der Distanz zieht er da ab. Das sieht auch gut aus. Aber der Torwart hat die passende Antwort parat. Und da macht er sich eben bezahlt, wenn der Keeper da ist, wenn er wach ist. Dieser Distanz, das hat man gemerkt, da hat nicht viel gefehlt. Klassische Übungssituation im Training. Ja, und das haben wir ganz gut einstudiert. Kein schlechter Versuch. Hey!
Das Ding muss er sicher haben und er kriegt es sicher unter Kontrolle. Ja, aber bei der Entfernung, da sind wir uns einig, Manni, den muss er natürlich auch locker aufnehmen. Erst der Körper und dann der Ball ins Aus. Ball im Aus, Einwurf. Der Schiedsrichter entscheidet sofort auf Eckball. Xavi, Dani Alves. Das ist jetzt seine Chance. Er könnte passen. Und irgendwie kommt er an den Ball noch ran. Logisch, das muss Eckball geben. Was will mehr ein 1:0 zur Pause sagen? Gar nichts. Alle Möglichkeiten für beide Teams in Durchgang 2. Die erste Halbzeit ist vorbei. Jetzt kriegen die Fans sich an die Kuppe, hoffentlich nur verbal. Denn dieser Feldverweis, der ist diskussionswürdig. Ja, es war schon eine harte Entscheidung.